Ach, habe ich wieder eine Laune. Und das liegt nicht nur daran, dass ich eine schöne Erkältung mit habe, hier noch irgendwie alles liegen geblieben ist in letzter Zeit und ja, die Raumtemperatur bei gefühlt Backofen liegt. Nein, ich habe wieder ein bisschen was, über das ich mich aufregen muss, und zwar über ein Produkt bzw. über etwas, was sie mit dem Produkt gemacht haben. Und zwar waren wieder meine lieben Leute unterwegs, die meinen, sie wären Marketing-Consultant, schieß mich tot, wie auch immer sie das schimpfen. Naja, und da unterscheide ich halt zwischen drei Typen. Der erste Typ, das sind die, die erklären halt, was an dem Produkt so toll ist. Das sind die Marketingleute, die ich mag. Dann haben wir die Marketingleute, die holen ein Scheißprodukt und erzählen, es wäre trotzdem gut und sich dann wundern, wenn der Kunde sagt, ich bin doch nicht blöd. Und dann haben wir die, die gehen dann hin zu den Produktentwicklern oder zu denen, die das Produkt jetzt betreuen und sagen, hey, der Enkel von meinem Neffen hat aber gesagt, im Moment sind Katzen in, also müssen wir das Produkt jetzt mit Katzen machen, auch wenn es keinen Sinn macht. Ja, so einen Fall haben die Leute hier geschafft. Ja, und eigentlich müsste ich ja sehr freundlich zu denen sein, weil es ist Open Source und ganz toll. Aber ich habe heute etwas gemacht, was ich besser bleiben gelassen hätte, nämlich, ja, ich musste mal schnell auf einen IMAP-Mail-Server connecten. Eigentlich keine schwere Sache. Ich habe einen Server, ich habe einen Benutzernamen, ich habe ein Passwort. Ist jetzt nicht ganz so schwer. Also habe ich mir mal schnell von dieser Software Thunderbird hier die Windows-Version runtergeladen, weil hey, Thunderbird benutze ich daheim unter Linux auch, läuft doch, fehlerfrei. Ja, und dann kam ich in, hoppala, Bildschirmschoner, und dann kam ich in Windows rein, habe den Installer durchgejubelt und wurde dann mit dieser wunderbaren Oberfläche hier. Ja, ich mag das so schön rund und so schön einfach gehalten. Und wo ist nochmal mein Menü? Okay, gut. Zum Glück haben wenigstens da einer mitgedacht. Über einen Rechtsklick kann man da oben nämlich das Menü wieder herzaubern und dann kann man sogar ein Konto einrichten lassen. Ja, die Kontoeinrichtung klappt nämlich praktischerweise nur über einen Assistenten. Gut. Soll mir auch recht sein, gäbe es da nicht ein kleines Problem, nämlich der Assistent meint schlauer zu sein als der User. Das Einzige, was man dem nämlich vorsetzen kann, ist Name, E-Mail-Adresse und Passwort. Yay, schön. Ich habe keine E-Mail-Adresse, der IMAP-Server ist dummerweise ein Archivsystem, was nicht aktiv mailt. Gut, also habe ich mir irgendwie E-Mail-Adresse user@rechnername.local. Okay, weiter ging's. Dann kam wieder die Intelligenz. Er fragt in der Mozilla ISP-Datenbank nach den Servernamen. Dann findet er da nichts, weil dummerweise ist pcname.local nicht bei Mozilla drin. Dann probiert er durch mail.pcname.local, imap.pcname.local, smtp.it. Leute, ich hab die Serveradresse. Lasst sie mich doch einfach eintippen, verdammte Axt. Gut, zum Glück kann man den Schwachsinn dann abbrechen und kann per Hand Server eintragen. Also fertig. Nein, nicht fertig, denn ausgegraut. Dummerweise lässt sich das Ganze erst fertigstellen, nachdem man getestet hat. Testen konnte ich nicht, weil SMTP-Server hatte ich nicht eingetragen, weil ich habe ja keinen. Die Fehlermeldung war dabei übrigens, es ist ein Fehler aufgetreten. Keine Info bei welchem Server, keine Info in was für eine Art von Fehler, ob es ein Verbindungsfehler ist, ob ein Benutzerfehler ist. Nein, einfach nur Fehler. Mehr würde den Benutzer wahrscheinlich verwirren. Okay, gut. Also irgendwie in Dummy-SMTP-Server eingetragen, testen und Sicherheitswarnung. Ja gut, kommt hin. Ich benutze SSL und das Zertifikat ist halt ein Dummy-Zertifikat. Es ist Localhost. Moment. Ich kann aber auch nicht fortsetzen, weil kein Haken. Gut. Ende der Geschichte war, ich habe schnell irgendwo bei einem Freemailer mit IMAP einen Account gemacht, den in Thunderbird eingerichtet und durch Editieren meinen lokalen Server wieder hingezaubert. Dann lief das dann auch plötzlich. Ja, die Frage ist jetzt natürlich, was soll denn dieser Schwachsinn? Ihr könnt davon ausgehen, dass jemand, der einen Mail-Client nutzt, weiß, was ein Mail-Server ist, was ein User und was sein Passwort ist. Weil die Leute, die das nicht wissen, die hängen auf Google Mail oder sonstigen Webmail-Diensten und kümmern sich gar nicht erst um Mailprogramm. Das muss doch nicht sein, jetzt hier so eine Vereinfachung reinzubringen, die am Ende jeden hier irgendwie von der Arbeit abhält. Das ist jetzt keine große Aufgabe gewesen, auf Localhost einen IMAP-Server zu kontaktieren,
mit ein paar Sachen, wie zum Beispiel Verschlüsselung mit einem ungültigen Zertifikat oder der Tatsache, dass halt keine E-Mail-Adresse oder kein Postausgangsserver da ist. Ah, nächstes Mal benutze ich Mutt. Außerdem würde ich jetzt dafür votieren, dass ganz schnell mal der Donnervogel in Donnerbalken umbenannt wird, denn das beschreibt die Funktionsweise eher, weil das ist alles irgendwie das Wort mit SCH. Also, ich kann nur hoffen, dass diese komischen Änderungen mir nie nochmal begegnen, weil auf meinem Rechner ist zum Glück alles eingerichtet. Und ich habe nicht vor, das nochmal einzurichten. Und ja, gut. Forkt's bitte einer?